hatte mit Assassin's Creed natürlich. Nein, mit Battlefield Hardline. Und wir machen heute weiter mit dem Miami Aquatic Stadium. Gucken wir nach, ob wir noch eine Waffe haben, eine vernünftige. Also schauen wir ja nicht. Nö. Ich habe noch keinen Schalldämpfer. Ne? Also, wir kriegen den Schalldämpfer überhaupt für das Ding gar nicht. Bindung, Schalldämpfer. Ding. Ach, das Ding hat einen Schalldämpfer. Alles klar, ich hab's nichts gesehen. Nur. Ich hab nichts gesagt. Wir machen Schalldämpfer. Das ist immer wichtig. Das Lustige ist, ich erinnere mich an einige Missionen, weil ich A, wie gesagt, das Spiel schon privat gespielt habe. Damals, als es rausgekommen ist. Und ich hab's tatsächlich auch jetzt vor kurzem auf Let's Play gesehen, dachte mir, ich hole mir das Spiel. Ich werde mal kurz erstmal den Typen hier Ding festmachen. Ich will nur mal gerade wissen, ob die Jungs da. Die gerade. Ja, wie sind das insgesamt? Ich guck gerade mal. Scheinbar haben wir, glaube ich, alle Ziele markiert. Die Frage ist, wie gehen wir es an? Ja, das wird nicht ganz einfach werden. Den können wir ohne Probleme mit dem festmachen. Da ist auf jeden Fall noch ein Alarm. Und da ist, glaube ich, noch irgendwo ein Gegner. Ich sehe jetzt nur keinen. Alarmanlagen. Das war gerade ein bisschen. Bringt ihr seine Leute mit? Remy meint wohl, der bringt die halbe Polizei mit. Die Waffe wird nicht die Reichweite haben, dass ich den ohne Probleme wegplatzen kann. Spangen sehen scheiße aus. Hol dir halt eine Spange. Ich sehe Kacke aus. Ey, leck mich. Die Frage ist, wie weit kriege ich die ran? Den würde ich mir eigentlich gerne da vorne noch holen. Jetzt mal den rechts hier. Ich muss Step by Step vorgehen, definitiv. So, der ist weg. Was soll ich jetzt machen? Weil da kommt einer zu. Das ist die Tüte. Vorsicht, halt sie von dem Alarm. Ist ja toll. So, haben wir es geschafft? Natürlich kommt ein Molotow-Cocktail. Alle.
Fick dich doch! Ja, ich habe aber keine vernünftige Waffe mehr. Ich hätte noch mal. Ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen näher ran, meine Jungs. Oh, das ist Kay. Ja. Habe ich sie alle weg jetzt oder was? Ich glaube ja. Jetzt haben sie noch ein bisschen Waffe. Ich guck mal gerade noch nicht. Warte mal, habe ich irgendwas gerade gesehen, was Waffe betrifft? Hier. Die nehmen wir mit. Die UM45. Das war aber gerade arschknapp, dass wir die noch gekriegt haben. Gehen wir mal hier rein. Oder? Ja, ne? Nels, nimm die Hände hoch! Oben lassen! Mendoza, stimmt's? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Scheiße. Ich rufe uns einen Heli. Der Kerl kommt nicht weiter. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass der jetzt abgehauen ist, natürlich. Es gibt nicht viele Fenster, also sollten wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? So. Probier doch mal, ob abgeschlossen ist, Hitzkopf. Na dann. War doch gar nicht so still. Ah, schöner Lagerhaus auch noch. Wir gehen rein. Leute helfen. Ah, super. Halt ihn ab. So, und jetzt fest, ne? Mendoza, zurück. Nö. Schon okay, Sasch. Das ist doch... Es ist okay. Kai, was zum Teufel soll das? Scheiße! Hey. Die haben uns ja ganz besonders. Die verpiss mit der Scheiß mit der Scheiß Rauchgranaten. Gib mir um den Sack. Ja. Der hat geholfen. Scheiße. Ja, weil ihre Scheiß Granaten. Ich hatte eine gute Position eigentlich da hinten und mit diesen Scheiß Rauchgranaten. Mendoza, zurück. Okay, wenn ich nicht hier... Kacke. Es ist okay! Kai, was zum Teufel soll das? Ich hab selber keine Granaten, ne? Fick doch, kann man den scheiß Rauchgranaten, Mann! Ja, ich weiß. Sie gibt da. Die Deppen gehen mir mit den scheiß Rauchgranaten auf den Sack. Hier lang! Ja, die nächste, ja. Ah, Mann! Ey, das ist schon das zweite Mal, dass sie mich mit dieser scheiß Rauchgranate aus der Ecke rauslenken. Ich hätte den so gehabt. Das wäre eine gute Position gewesen. Die Granate! Komm mal da raus, mein Freund! Mendoza, zurück! Schon okay, danke, Kay!
Mann, danke, Kay. Ey, weil ich da aus der. Ich komm, musste, weil ich. Ey, ich sterbe jetzt gerade schon zum dritten Mal in Folge, weil die mir jetzt schon wieder. Also, jetzt das erste Mal, aber weil die mir. Hey, du stehst da an der Ecke, warte. Ich komm da hin, ich drück dich schon da raus, kein Problem. Danke für die Hilfe. Mendoza, zurück. Schon. Das ist doch. Es ist okay. Kai, was zum Teufel soll das? Das ist unser Fall, Scholar. Ich verrecke jetzt gerade an dieser Chefmission. Mendoza, zurück. Schon okay, Sergeant. Das ist doch. Was schießt es ist hier? Okay. Kai, was zum Teufel soll das? Ja, Gasgranate, leck mich doch mal mit der scheiß Gasgranate. An alle Einheiten, auf weitere Anweisungen. Hey, hey! Ja, einmal in die Tabelle. Weniger oder was? Ja, schön, Kay. Ja, danke. Der ist tot. Ist eigentlich ganz gut. Die, warte mal, was haben wir denn da für eine Waffe? Haben wir die nicht irgendwie nochmal irgendwo? Was ist die denn? Nee, das ist nicht wahr. Hab ich die nicht? Hab ich gedacht, ich hätte die nochmal irgendwo. So ein scheiß Handfeuerwaffe. Ja, das ist schön. Keine Sorge. So, Treppe hoch weiter. Ja, wenn man mit mir zusammenarbeitet und nicht ganz auf mich irgendwas durch welche Ecken rausschiebt, ist das vielleicht gar nicht so blöd. Warte mal, was habe ich hier noch? Habe ich hier nicht? Ja, die nehmen wir mit, die Waffe. Gut, weiter. Treppe hoch. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Weil. Ich sehe nämlich keine Verstärkung, das ist trauriger. Den habe ich. So, der ist tot. Tot? Was? Ich habe ihn gewartet, aber das ist richtig. So, weg ist er. Da muss aber Minimum noch einer sein. Ich weiß nicht, wo er sich gerade versteckt. Unten, scheinbar, oder? Kriegst du unten. Da ist er. Da war er.
gut. Du bist der Kollege. Ich lasse mich gerade mal ein bisschen rausnehmen aus der Nummer. Ich bin nicht da! An der Eingangstür in Position. Wenn wir klappen können. Alles bereit. Wir können anklopfen. Siehst du nicht? Danke. Sieht ihn einer? Wir haben ihn. Los. Ich sehe ihn. Hab ihn. Da, da drüben. Hier drüben. 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 Ich hab kein Taser, das ist... Oh, sind meine zwei Freunde. Ich sehe ihn. Ja, die trauen sich gerade nicht aus der Ecke da raus, ne? Oder ist das gerade so festgelegt vom Spiel? Ich weiß, dass noch einer da stehen muss. Der ist hier lang. Ich geh mal hinten rum. Bringt noch nichts. Da, da drüben. Hört sich okay um den? Nee, hört sich nicht. Hey. Geschafft. So, der ist tot. Ah, da ist noch mehr. Wo ist denn der? Da ist der. Geschafft. Weiter. Ich hätte gedacht, dass mein Lebensleben so viel ist. Mavs! Waffe runter! Wow, wow, wow! Habt ihr viel angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. What? Und was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheißfertig. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Das ist ein schlaues Mädchen. Hm. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Korruption und Bestechung, die, so, wo man hinblickt. Nur unser Freund Nick Mendoza hat da gar keinen Bock drauf. So, das war Episode 3. Wir machen in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Und ja, dann freue ich mich wieder mit Episode 4 wieder am Start.